Jo, willkommen zurück zu Let's Play oder Let's Achieve Honey Boo. Ja, da es auch noch ein Achievement gibt, von wegen Honey und Money muss gemaxt werden, sollte ich mal ein bisschen Geld sparen. Denn, ich habe ja jetzt quasi relativ genug Dating-Items, die gut sind. Ich meine, das, was wir bekommen, passt entweder nicht richtig dazu oder was weiß ich. Deswegen Geld sparen. Das Maximum ist 99.999. Oder 99.900. Was genau davon, weiß ich nicht mehr. Ja, und Folgendes ist jetzt los. Dieser Speicherstand wird weiter ausgeführt. Selbst nachdem wir dann halt die 3 Nächte verbracht haben und bis dahin Dates skippen. Denn es gibt dann noch die Achievements von wegen alle ohne alkoholischen Getränke, alle ohne zu reden. Das haben wir hier halt gemacht. Und dann würde ich halt irgendwann einen neuen Run anfangen, ganz normal, wo man dann halt auch mit den Leuten redet. Und dort halt das Achievement dann bekommt von wegen alle innerhalb von 18 Tagen. So. Wo man dann halt auch von Anfang an upgradet und so einen Scheiß. Das Achievement von wegen 20 Züge noch übrig haben, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ob jetzt Honey Money gemaxt wird, ist eine andere Frage. Ich weiß, dass ich meine Honey auf jeden Fall maxen kann. Das hatte ich nämlich schon mal auf Max. Öfters. Aber das Money halt nicht. Und das Money wird echt spannend. Aber wer weiß, ob ich das dann hier halt in diesem Spielverlauf dann halt schaffe. Ich würde es dann halt so lange in diesem Speicherstand machen, bis ich dann halt das dann halt geschafft habe, weil wenn ich dann neu anfange, dann kaufe ich ständig Sachen. Denn für die 100% Rate brauchen die Leute wahrscheinlich hier in ihrem, wo sind wir gerade bei Jesse? In ihrem Profil auf jeden Fall, wie sie heißen, wie alt sie sind und so weiter. Da brauchen sie halt alles. Das ist ja das geringste Problem eigentlich damit. Das bekommt ihr durch Reden irgendwann, wenn man redet. Ja, kannst du ihnen halt eine Frage stellen, je nachdem, was jetzt noch offen ist, musst du das dann halt wissen. Wenn du das schon hattest, sagen sie, das müsstest du auch wissen. Und das passiert aber nicht immer beim Reden, weil 80% der Zeit gefühlt fragen sie dich Sachen darüber, was du hier schon freigeschaltet hast oder andere Sachen. Dann brauchst du hier jedes Item. Und es gibt halt im Shop nicht nur ein Item, das will eine Person, sondern nein, Backen interessiert sich auch noch eine andere Person. Dann brauchst du die Items halt nochmal. Yay. Und jedes Item, das ist am Ende nicht so das Problem. Das kann man sich dann mit Honey kaufen. Ist zwar teuer, aber kann man machen. Und sie brauchen natürlich hier jedes Outfit und jede Frisur. Und wenn du dann am Ende entscheiden darfst, wo du hingehen darfst beim Date, wird das doch schon etwas, ja, schwerer. Da braucht man jedes Foto, das ist einfach, das bekommt man ja einfach, aber bei jedem halt genau diese Sachen zu bekommen beim Daten, da scheitert bei meinem Main-Speicherstand im Alpha-Mode, dass man halt jetzt genau dieses Date dort machen muss und eigentlich kann man dann sofort beenden, wenn das nicht da ist und neu machen. Das ist einfach nur ein bisschen nervig, aber es ist machbar. Also starten wir einfach das Date und gucken jetzt mal, wie das läuft. Nikki, Jesse und Aiko haben die Ehre. Don't laugh at hier zuerst dran zu sein. Wieder so, dass ich nicht so genug Sentimental habe, ne? Könnte halt das machen. Verbaue ich mir aber einen 5er, aber hey, ich kann das machen. Und das machen von Anfang an und das ist doch schon relativ gut. So. Das magst du nicht, also lassen wir das mal. Das dachte ich mir auch gerade. So, das Passion-Level ein bisschen steigern. Wäre nicht schlecht. Denn vorher will ich diesen 4er hier nicht anrühren. Level 2 wäre nicht schlecht. Aber leider komme ich, glaube ich, nicht auf Level 2. Wehe, da kommt jetzt ein roter runter. Ich glaube, ich lasse das mal lieber. Oh. Ja, aber damit verbaue ich es mir wieder. Ah, scheiß drauf. So, das hier könnte ich jetzt auch machen. Irgendwie rum, aber das ist ja kein 4er.
Leider. Machen wir mal das. Dann haben wir hier wieder. Kriege ich aber jetzt nicht zwei. Krieg dafür nicht zwei Züge. Schade. Ah, wäre mal schön, wenn das so wäre. Hier noch ein Zug. Passion Level ist immer noch auf jämmerliche 1. Endlich auf 2. Yo, kriegen wir jetzt hier noch einen Vierer raus? Nicht so wirklich. Irgendwoher. Hier könnte man verschwinden. Was? Das wollte ich doch gar nicht. Mist. Mist, Mist. Na. Machen wir das einfach. Das war schön. Jetzt hätte ich gerne hier einen. Oder hier wenigstens einen. Ja. Orangenen. Für einen Vierer. Der bleibt mir leider verwehrt. Denn alles, was ich sonst hier unten machen kann, zerstört das da oben. Echt schade. Ich krieg so keine Vierer zusammen. Ich meine, die blauen hier sind ja auch relativ nice. Ist mir echt kacke gerade. Kommt da nicht wirklich was Gutes zustande? Vielleicht hiermit. Leider kein Orange noch runtergekommen, auch wenn sie das nicht so wirklich mag. Ich darf mir echt keine Vierer zusammenbauen. Kann das? Kann das? Ja, so ungefähr. Bin echt am Überlegen. Bräuchte ich hier ein D, meine Freunde? Lass mal erstmal das hier machen. Kommt so natürlich kein Roter runter. Ach Mensch. Rote Vierer wären ein Traum. Dann kriegen wir hier wenigstens was. Auch wenn sie das, wie gesagt, nicht mag. So, wenn der hier jetzt... Ja, geht doch. Roter Vierer. Mit Kombos. Mein Gott, was ist denn da los? Kann das... auch das hier machen. Weiß halt nicht, was besser wäre. That's my baby. Nehmen wir das. Passion Level Maximum. Immer gut. Ja, ne? Wir haben genug Sentimente, würde ich sagen. Expensive gifts get me so hot. Oh my God. Ich hatte eher gehofft, dass da was Besseres rauskommt. Ich hätte es ja auch einfach wegmachen können, aber hey. Ja, wie kriege ich jetzt am besten was zusammengeschissen? Wenn ich sowas machen könnte, wäre nice. Die Glocke hier reinbringen. Irgendwo Vierer, ich brauche Vierer, aber dafür gibt es aber viel zu viele Herzen oder sonst was.
Das ist so ein Fehler, was ich mit diesen Dating-Items ständig mache. Ich hätte jetzt einfach die Ideen hier nehmen sollen, wenn überhaupt. Oder gar nichts. So. Das ist doch mal was Schönes. Aber before that, we do this. And this. Hier kann ich es noch nicht machen. Bevor ich mir irgendwas verbaue, lieber alles nutzen, um die Züge halt komplett zu machen, dass ich eben halt so viele Züge wie möglich bekommen kann. Aber jetzt fehlt mir ein Orangen an der passenden Stelle, also machen wir einfach mal das. Ach Mensch. Wobei. So, jetzt haben wir hier noch eins. Jetzt habe ich hier aber immer noch nichts an Orange. Ja, die hätte ich vorher machen müssen, ne? Der war doch da oben. Naja, leider nicht drauf geachtet. Verdammt. Das hat das ja auch weggemacht. Sei's drum. Wie kriege ich jetzt am besten noch irgendwas zusammen? Könnte ich halt auf eine Glocke hoffen. Das würde es halt nicht bringen. Naja, hoffen wir auf eine Glocke. Leider nein. Das nehme ich aber wiederum. Was? Fertig? Noch nicht mal drauf geachtet. Nur auf die Züge, die ich noch habe. You're so sexy when you're victorious. Na, okay. Läuft. Ja, Barmaid-Outfit. So, das haben wir fertig. Ja. Jetzt fehlt ja noch Nikki. You stay away from all those... Noch 4 Dates und wir haben es hinter uns. Sind aber auch dann genau noch weitere 3 Tage. Der Rest kann man ja skippen. Bis dahin. Wollt ihr das Bild sehen? Hey Cutie, this is for you, heart, 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 heart. It's from my camp show last night. The boys are a big fan of that toy. They also keep asking me to put a shoe on my head. Na, wollt ihr sehen, als was ihr arbeitet? Muss ich das zensieren? Ich glaube schon. Krieg ich das hin? Nah. So. Da nichts kaufen und so, was ich hätte früher machen sollen, weil wir sonst jetzt, denke ich mal, nicht so wirklich draufkommen. Okay, but I have to warn you. I have no idea what I'm doing, so yeah. Und wieder beenden! Weil ich vergessen habe, Dating-Items auszutauschen und wieder starten. Yay! Man kennt das Problem. Bei mir jedenfalls. Immer diese Dating-Items austauschen. Ich wusste schon, warum ich am Anfang eigentlich genau die 2 Sachen dagelassen habe. Also, ich habe die am Anfang der Aufnahme, so im letzten Part halt, drin gehabt, dass genau die 2 drin sind. Aber lassen wir das mal so. Tauschen wir die mal aus. Mein Gott. Das zweite Mal. Hätten sie dieses Spiel nicht entweder komplett zensieren können und halt so eine Version mit Unpatch. 4 Dates, mal gucken, ob ich das hinbekomme. So, leider sieht es gerade nicht so aus, als ob es so laufen würde wie vorhin mit den Sentimentals. Aber irgendwann schaukeln wir das Pferd schon. Das ist viel zu wenig Sentimental. Aber was soll's.
8 cm ist halt nicht einfach zu bekommen. Wenn du am Anfang halt ein 4 oder 5 hast, ist das einfach göttlich. So wie die letzten Male. Ich hab echt keinen Plan, was ich jetzt am Anfang machen soll. Das war nice. Es war so eine Kombo, du kriegst nur 20, weil du null Passion hast und alles. Ja, Passion. Nicht Sentimental, Passion. War schon wichtig. Es bringt mir so viel, das zu machen. Oh Gott, hier ist so viel nicht da, wo ich es gerne hätte. Ich glaube, das Glück hat in diesem Date aufgehört. Sei es drum. Krieg ich dich nicht noch hier hin? Das wäre echt awesome eigentlich. Scheint mir aber nicht so. Oh mein Gott. Warum kann hier kein Sentimental sein? Die falsche Richtung. Ja, geht doch. So, dann hätte ich gerne das hier. Und das hier. Immer nur beides zusammen, ansonsten gibt es das nicht. So habe ich die Chance auf einen Vierer. Außer Herz. Irgendwie ja nicht so. Leider. Kann ich mir einen basteln? Basteln würde ich mir ja auch gerne ein, aber ich sehe da auch gerade nichts, was nicht auf Glück basiert. Von dem Sinne, in dem Sinne, dass da oben halt was runterkommt. Jetzt muss ich überlegen, wo packe ich jetzt am besten was weg? Gibt es halt so viel Grün, dass man da auch irgendwie einen Vierer draus machen könnte. Wird das hier nur einen weiter unten? Dann hält das hier weg, dann wäre hier Vierer fertig. Aber nee. Wenn ich das hier wegmache, auch nicht so gut. Das gefällt mir alles nicht. Aber irgendwas muss man ja machen. Wow. Wow. Ich weiß halt nicht. Das hier wäre gut. Das war vorher nicht da, ne? Es hat zwar da was kaputt gemacht, aber wir haben hier einen Vierer. Jetzt muss ich den hier noch einen runterbekommen. Da haben wir einen Fünfer. Freut mich doch. So. Machen wir das einfach mal. So, immer auch nur zuerst auf dem Halb für den Vierer, der gerade nicht da irgendwie ist. Ui. Da hätte ich doch jetzt gerne einen Talent-Token drin. Ja, wenn ich den hier jetzt rüberschiebe, dann ist er sowieso zu weit unten. Muss ich nur zwei runter tun. Jetzt nur noch ein. Das geht sogar. Nice. Das will ich doch irgendwie erst später machen, wenn ich mehr Passion habe eigentlich, aber für Passion sieht das gerade nicht gut aus. Müsste ich Sentimental irgendwie sammeln oder verbaue ich mir das auch wieder? Also, hau raus. Hau raus. So, wenn ich das jetzt in Sentimental verwandle, habe ich hier schon 5er. Also jetzt bräuchte ich erstmal Sentimental, ne? Da war ja was. Ein freier Vierer, freien Vierer nehme ich immer. Ja, was machen wir nun? Ist halt Sentimental, ne? Aber 3 reichen auch nicht aus für irgendwas. Dann warte ich doch lieber, bis man vielleicht einen Vierer bekommt. Nämlich wenn der hier da liegt. Das ist die falsche Richtung dafür. Aber von hier aus kann ich halt nichts schieben.
kriegen wir sonst noch irgendwo einen Vierer? Da kriege ich auch keinen Vierer. Mensch, 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 Mensch. Was mache ich jetzt am doofsten? Eine Freirunde? Auch nicht gerade die beste Freirunde. Allerdings gibt sie mir das hier. Das ist immer gut. Jetzt hätte ich hier gerne einen Sentimental Token. Wenn einer kommen würde. Not too bad. Leider nicht. Ab den hier hätte ich jetzt gerne einen runter. Aber nicht so. Verdammt. Das geht so auch nicht. Verdammt. Schade, schade. Kommt die in Sentimental Token runter, wenn ich ihn haben will? Das geht doch nicht. Ich meine, hier in Vierer rauszubasteln wäre doch das Beste. Das ist wieder die falsche Richtung. Den hier eins. Will ich das machen? Ja, komm. Oh, nice. So, jetzt mal überlegen, wofür will ich das jetzt benutzen? Wenn ich hier Sentimental verwandle, bringt es mir jetzt nichts mehr. Also einfach weg damit, oder was? Oder Herzchen. Herzen bringen mir nur hier ein. Runter hier wären dann welche. Ich glaube, ich werde einfach sagen, weg mit euch. Wow. I'm not sure what to say. Ich glaube, ich habe mir gerade einen Vierer verbaut. Könnte aber auch eine Einbildung gewesen sein. Cool. Ja, wie mache ich das jetzt? Hier ein blauer Fünfer sogar. Und dort oben halt auch. Wenn ich den hier oben mache, kann ich aber nicht noch einen weiteren machen. Dann hier ein Vierer und dann hätte ich auch nichts weiter. Ich wäre irgendwie hierfür. Na, ich hier noch was. Dieses Dating-Item ist einfach nur OP. Ernsthaft. Hätte ich das in meinem Main-Run jetzt, dann würde ich da auch locker alles schaffen. Aber das sind wir leider nicht. Not too bad. So, immer gratis Move. Ich glaube aber nicht, dass wir ein Date jetzt abschließen können damit auf 20 Moves oder mehr. Ich glaube, das werde ich nie bekommen. Dieses Achievement. Aha, jetzt ist das ja runtergegangen. Mensch. Ah, was will ich hier? Was will ich hier? Jetzt wäre schön, wenn hier ein blauer runterkommen würde. Ja, in mehrerer Hinsicht. Aber ich verbaue mir das einfach mal. Vorsichtig mit diesen Herzen. Da könnte einer runterkommen, ne? Oh. Zum Glück nicht. Das Geld steigt so langsam. Erst 10.000. Noch nicht mal. Aber gut. Ist es halt so, wie es ist. Noch 3 Dates, Leute. 3 Tage. Dann ist fertig. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir dann gucken, ob wir dann noch ein weiteres Date schaffen und damit schon in der Nacht wen aufreißen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.